Als Simon & Garfunkel in New York ihr großes Konzert im Central Park gegeben haben, haben sie begonnen mit den Worten "It's good to have a neighborhood concert". Und Tobias Wolf als nächstes hat ein Nachbarschaftskonzert, denn er ist Gemeindereferent unmittelbar in der Nachbarschaft am Zülpicher Platz. Aber er ist ein Spätberufener, denn er hat erst Sonderpädagogik studiert, dann war er Kirchenmusiker und dann erst Gemeindereferent. Wer bei Facebook sein Foto sieht, erkennt einen Menschen mit einem Schwert in der Hand. Er ist ein Kämpfer. Und jetzt kämpfst du hier bei uns. Jetzt? Jawohl. Es beginnen ja Stürme mit leichtesten Brisen und mit Winzigkeiten epische Krisen. So ging es auch einem Kölner Bischofsvikar, der hatte bloß einen Vorsatz für das neue Jahr. Öfter mal Sport machen, das war sein Plan. Und so ging er zusammen mit seinem Kaplan ins Fitnessstudio, um Hanteln zu wuchten und kilometerweise auf der Stelle zu spurten. Und als sie am Anschluss im Sportcafé saßen und einen wohlverdienten Obstsalat aßen, erfuhren sie von einem Mitathleten, dass sie hier nie vergeblich in die Pedale treten. Denn dieser Club bezieht aus der Muskelkraft der fleißigen Kunden seinen Saft. Ein Dynamo steckt in jedem Gerät und erzeugt den Strom von früh bis spät. Dreht man hier auf dem Heimtrainerrad seine Runden, ergibt das schnell 200 Kilowattstunden. Die beiden Priester riefen: "Das ist ja wunderbar!" Und kaum zu Hause schrieb der Bischofsvikar sofort einem Kumpel aus Studientagen, der hatte bei Rheinenergie was zu sagen. So wenig dramatisch beginnt dieses Märchengedicht. Doch seien Sie versichert, dabei bleibt es nicht. Ein paar Wochen später beim Stromanbieter. Der Champagner floss im Hektoliter. Der Chef begann seine Produktpräsentation. "Ich zeige euch heute echte Innovation. Haltet euch fest, so etwas gab es noch nie. Wir revolutionieren den Markt für erneuerbare Energie. Ich bin hoch entzückt, euch heute zu informieren. Es ist uns geglückt, Gebetskraft in Strom zu transformieren. Statt mit Windrädern das Land zu verschandeln, werden wir Gebete einfangen, sie gesammelt in Strom umwandeln und Klimaneutralität erlangen. Das macht uns unsterblich, darauf mein Wort. Und natürlich gibt es keinen besseren Ort zur Gewinnung von ethisch korrektem Strom als jenen Leuchtturm der Christenheit, den Kölner Dom. Eine Kooperation mit Synergie von Domkapitel und Rheinenergie. Auch den Slogan haben wir schon. Die Energie einer ganzen Religion." Tosender Applaus, Standing Ovations, von Facility Management bis Public Relations, drehten alle durch und waren kaum noch zu halten. In Gedanken war man schon dabei, die Gewinne zu verwalten. Ein halbes Jahr später war es soweit. Der umgebaute Dom stand bereit. Zum Start des Projekts große Pressekonferenz mit internationaler A-, B- und C-Prominenz. Stars, Wissenschaftler, Honoratioren, 6 Fernsehsender mit 12 Moderatoren, alle von Kanzlerin bis Dreigestirn in Abendkleid und feinstem Zwirn. Der Stadtdechant schüttelte allen die Hand, der Domorganist spielte Fugen von Liszt, der Herr Kardinal gab sich ganz unklerikal, besagter Bischofsvikar labte sich am Kaviar. Endlich, der Domdiakon trat ans Mikrofon. "Wir heißen Sie alle recht herzlich willkommen, nicht nur, aber doch ganz besonders die Frommen." Der Rest der Rede wurde nicht übertragen. Man schaltete zum Übertragungswagen. Der Roncalli-Platz war randvoll von Leuten, die lautstark diskutierten, was das alles bedeuten mag oder eben auch nicht. Manche trugen Banner, Deus volt und es werde Licht. Drinnen war inzwischen ein Ingenieur, jemand aus den Rheinenergiereihen, eifrig dabei, den interessierten Amateur am heimischen Fernseher einzuweihen. "Ich erkläre es Ihnen jetzt mal ganz schnell. Bitte folgen Sie mir hier zum Modell. Hier sehen Sie die Andachtstrichter, die führen zu diesem Fürbittverdichter. Hier nun sitzen die Gebetsrezeptoren und daneben die Opferlichtkonduktoren. Von da geht's zum Danksagungsaggregator und dann in den Weihrauchtransformator. Schließlich in den Spiritusakkumulator und zuletzt durch den Orthodoxiekatalysator. Darauf hat der Kardinal bestanden, was wir nachvollziehbar fanden. Mit 14 Tonnen feinsten Stahl und Schaltungen fast ohne Zahl, mit 100 Kilometer Kupferkabel ist es das größte Projekt seit dem Turmbau zu Babel. Dieser Strom ist bio und kostet fast nichts.
werden auch Sie noch heute Kinder des Lichts. Für 12,50 Euro im Monat sind Sie Empfänger katholischer Energie. Dann wurde es ganz still im Publikum. Die Kanzlerin legte den Hebel um. Schalter summten, Funken sprühten, Motoren brummten, Drähte glühten. Man sah es flimmern und flirren und blitzen und kleine Elmsfeuer auf den Domturmspitzen. Über den Dreikönigsschrein ahnte man Lichtblitze kriechen. Die Madonna nannte mancher schon Funke Mariechen. Das Gerokreuz umgab eine Lichterkrone und jemand verbrannte sich am Altar der Stadtpatrone. Alles jubelte, das Wunder gelang. Der dicke Pitter läutete und der Mädchenchor sang. Doch schon nach wenig mehr als Sekunden beschwerten sich weltweit zahlreiche Kunden. Denn bei vielen, wenn auch nicht bei allen, war der Strom sofort ausgefallen. Es folgt eine unvollständige Liste der Orte, an denen man Strom vermisste. All das fiel aus. Der Strom im Weißen Haus. Elektrische Stühle zur Exekution und die gesamte Waffenproduktion. An gesicherten Grenzen fehlte plötzlich der Strom. Und in so manchem edlen Haus in Rom. In Folterkammern und Drogenlaboren, bei Drahtziehern und Investoren, bei manchem FIFA-Funktionär und dem UEFA-Generalsekretär. Bei Pharma- und Autolobbyisten und allen Arten von Faschisten. Es streikten die Server der AfD von Cutnet und Pornhub und BILD. Aber auch die von Facebook und Amazon und Wladimir Putins Mikrofon. Eine Weile herrschte ungläubiges Staunen. Dann ging durch den Raum ein sich steigerndes Raunen. Ganz offensichtlich hatte der Herr eingegriffen. Und alle sozusagen in den Hintern gekniffen, die moralisch bankrott oder geradewegs schlecht, auf jeden Fall irgendwie ungerecht sich gegenüber ihrer Umwelt verhielten und nur auf den eigenen Vorteil schielten. Da waren die Sponsoren natürlich entsetzt. Hier wurden unsere Verträge verletzt. Was fällt diesem Gott ein? Wie kann er es wagen? Der hat im säkularen Staat nichts zu sagen. Das Ende vom Lied? Natürlich eine Klage. Und bereits vor dem Ende vom Tage stand fest, der Dom wird zur Tilgung der Schulden verpfändet. Und damit war das Experiment beendet. So endet dieses kleine Gedicht. Noch nicht. Es folgt der Epilog und die Moral der Geschichte. An jenem Abend geht der Kardinal mit schwungvollem Schritt nach Hause. Er singt zufrieden: Jetzt gönne ich mir mal eine hochverdiente Pause. Das mag jetzt durchaus überraschen, doch er entledigt sich seiner Gamaschen, holt sich eine von den guten Flaschen und etwas zu naschen. Er legt die Füße hoch und lockert den Collar und seufzt. Ach, insgesamt lief das doch wunderbar. Ja, Halleluja, der Herr sei gepriesen, denn jetzt habe ich drei Dinge endgültig bewiesen. Erstens, dass Beten tatsächlich etwas bewirkt. Zweitens, dass Gott existiert und sich nicht nur verbirgt. Und drittens, dass er nicht zur Verfügung steht, sondern den Frevlern den Saft abdreht. Ja, und das ist es mir sogar wert, dass man ab morgen den Dom absperrt. Da erfüllt eine mächtige Stimme die Nacht. Ja, das hast du dir so gedacht. Du glaubst wohl, du wärst der Schlauste von allen. Das könnte dir so gefallen. Hast du gemeint, du kannst alle belehren? Denn gegen solch ein Zeichen kann sich keiner mehr wehren. Vergiss es ja nicht, du bist auch nur ein Wicht. Auch wenn du denkst, du verstehst meinen Sinn, ich bin der, der ich bin. Ich gestehe es unumwunden, ich habe mich an diese Schöpfung gebunden. Ich spreche zu Kindern und Greisen, ich räche die Witwen und Waisen. Ich bin da im Lauten und Leisen, ich segne euch auf euren Reisen. Ich schlage den Weglosen Schneisen. Auch wenn eure Worte entgleisen, ihr müsst mich ja gar nicht nur preisen. Ich lasse mich sogar verspeisen, doch ich lasse mich niemals beweisen. Ja, es gibt so 2 bis 3 Sachen, die lasse ich nicht mit mir machen. Also nun, was tun? Mal sehen. Wie sagt man doch bei euch so schön, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Nun, ich will, darum sage ich, es sei. Mit der Stromerzeugung ist es vorbei. Bevor die Uhr noch 2-mal schlägt, ist jedes Kraftwerk lahmgelegt. Und danach denkt niemand mehr, dass das heute hier was Besonderes wäre. So schnell wie sie kam, ist die Erscheinung zu Ende. Es ist so still, man hört beinahe die Sterne funkeln. Der Kardinal legt den Kopf in die Hände und sitzt noch lange reglos im Dunkeln. Überall ist nun Nacht. Und schon bald wird also klar, dass doch keine höhere Macht hier am Werke war. Ein weltweiter Stromausfall, solche Dinge passieren, deswegen muss man nicht gleich adorieren. Viele sind erleichtert. Mancher heimlich Enttäuschte fragt sich, wäre es wirklich so peinlich, wenn man Gott bräuchte?
So ist am Ende wieder alles offen. Wir glauben und zweifeln oder hoffen. Und in der Nacht, nach dem Debakel, brennt unbemerkt am Tabernakel im verschlossenen leeren Dom noch ein Licht, ganz ohne Strom. Danke. Thank you.